Das Gleichgewicht bricht zusammen. Ich wollte das Reich des Hüters nicht verlassen, aber ich musste es tun. Und hiermit heiße ich euch willkommen zurück zu The Longest Journey Part 40b. So wollten wir das ja alle haben, nehme ich an. Ich bin einfach wahnsinnig gespannt, denn dieser Abschnitt auf Morgenstern innerhalb dieses Überwachungsbereiches ist doch sehr, sehr stark miteinander verflochten und ich will einfach Aprils und Adrians Fluchtmöglichkeit in Gang bringen. Und diese Flucht soll nicht lange auf sich warten lassen. Zumal ich immer noch erstaunt bin, dass wir Adrian hier aufgefunden haben, dem ehemaligen oder besser gesagt noch Hüter des Gleichgewichts. Adrian ist ja sehr, sehr geschwächt. Wer weiß, wie lange er sich hier schon aufhalten musste. Und das Interessante ist ja, dass er als Gordon Holloway in seiner Zelle notiert worden ist. Warum auch immer. In unserem letzten Part haben wir die Rolle einer Hauptwachmännin übernommen und die Pausenregelung der einzelnen Wachmänner koordiniert. Und wenn wir mal zuletzt hier gucken, müssen wir uns nämlich zur Luftschleuse begeben. Zuletzt waren wir im Frachtraum, konnten aber nichts Wichtiges für den Fortlauf unserer Reise herausfinden oder aufnehmen können und haben jetzt den Wachmann an der Luftschleuse in seine wohlverdiente Pause geschickt. Im Übrigen habe ich mir nochmal einen Überblick über diesen Lageplan verschafft und ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir müssten uns irgendwo hier unten jetzt aufhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Überwachungsraum ist oder dieser hier. Ist auch egal, ich habe erst gedacht, hier wären die Toiletten, aber die sind glaube ich hier unten. Aber das sollte jetzt auch keine weitere Rolle spielen. Hauptsache, ich komme innerhalb der Basis auch ohne Lageplan zurecht. Mal angenommen, ich würde Aprils Rolle komplett übernehmen. Ich glaube, ich wäre hier total verloren. Ich hätte keine Orientierung und das Gleichgewicht wäre somit auch verloren. Also bin ich froh, dass ich dir nur im Ansatz helfen kann, April. Du den Großteil vielleicht übernimmst. Ja, und hier können wir es nochmal sehen, wie geschwächt Adrian, unser Hüter, ist. Wie lange hat er nochmal im Reich des Hüters verbracht? Viel zu lang. Und daher kommt er auch nur sehr, sehr schwerfällig voran. Also wir werden alles tun, um dich hier in Sicherheit zu bringen, um dich hier wegzubekommen. Was wir jetzt auch wissen, dass Morgenstern und diese Kolonien auf jeden Fall auch unter Kontrolle der Neuerer gehalten werden. Warum sollte sonst Adrian, der Hüter, hier in Gefangenschaft geraten sein? Also das ist schon bewusst erwählt und vor allem auch natürlich ein sehr, sehr schwer zugänglicher Ort. So, Adrian, dann ab zur Luftschleuse. Ich hoffe, dass wir dich irgendwie in den Weltraum katapultieren müssen, denn wir müssen ja durch ein direktes Wurmloch. Und worüber ich auch noch froh bin, dass diese Wachmänner ein sehr unsensibles Gehör haben. Adrian, sei leise. Wir bewegen uns auf leisen Fersen fort. Ich könnte zum Beispiel hier auch anhand der Symboliken nicht erkennen, bewegen wir uns zur Luftschleuse oder zum Frachtraum. Das wird hier nicht wirklich offensichtlich, also für mich nicht. Das ist schon wieder so beeindruckend. Es kommt mir vor, als würden wir uns in einem totalen Sci-Fi-Film befinden. Wahnsinnig beeindruckend. Diese Stahlkonstruktion, diese technologischen Konstruktionen. Nicht wahr, April? Als wären wir in einem Alien-Film unterwegs oder so. Das hat schon etwas Bedrohliches an sich. Soweit ich verstehe, liegt das Portal zum Reich der Hüter, ein Wurmloch oder so, irgendwo außerhalb der Station. Nicht weit von dieser Metallkiste. Nicht weit. Ich kann es spüren, es ruft mich. Vielleicht eine Tagesreise zu Fuß. Glaub mir, wir werden viel schneller sein. Bleib hier, während ich alles vorbereite. Geh auf gar keinen Fall weg, hörst du? Ich bleibe hier. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Ort macht mir Angst. Mir auch, Adrian, das kannst du mir glauben. Mir auch. Nun gut, dann werden wir uns hier mal umsehen, uns wieder einen Überblick verschaffen, wie eh und je.
Hierüber können wir flüchten. Vielleicht solltest du dich aber auch woanders verstecken, Adrian, hier nicht so mitten im Raum, falls doch einer mal der Wachleute einen Blick hineinwerfen sollte. Okay, das ist so eine Art Zentrale für die Luftschleuse. Kapsel starten. Kapsel starten? Es wäre doch zu einfach, wenn es jetzt so schnell gehen sollte. Ja und? Hat sich etwas bewegt? Kapsel starten. Na dann starte sie mal. Achso, der rote war für das Laden gedacht, nicht wahr? Ist ein bisschen schwer ersichtlich. Hallo? Jetzt, ach, dieser rote Knopf muss erstmal aktiviert werden. Oh mein Gott, das fängt ja schon wieder gut an. Ah, na endlich. Und jetzt könnte die Kapsel gestartet werden, oder? Aber es passiert nichts, aus welchem Grund auch immer. Okay, dann schauen wir uns mal diese Kapsel näher an. Wie viele passen da rein? Zwei Leute sicherlich. Eine Ein-Mann-Kapsel. Sie wird benutzt, um außerhalb der Station Wartungsarbeiten durchzuführen. In der Schule haben wir ähnliche Kapseln zum Spaß in Simulationen benutzt. Das bedeutet, wir können nur einen von uns hier rausschicken. Adrian muss raus. Und wenn er durch sein Reich gerufen wird, heißt das, er könnte auch weiterhin die Rolle des Hüters übernehmen, wenn er es wollte. Das ist natürlich die Voraussetzung. Sauerstofffilter? Verdammt, der Filter fehlt. Der Filter. Okay. Wo kriegen wir denn Sauerstoff her? Aus dem Frachtraum? Wir wissen ja, dass das Computerterminal auch eine riesige Inventarliste aufgeführt hat. Vielleicht könnten wir dort etwas finden. Denn werden wir jetzt irgendwie diesen Sauerstofffilter besorgen und hoffen, dass dann die Kapsel gestartet werden kann. Hauptsache, wir können Adrian retten. Aber nicht, dass er Gordon Holloway denn in die Hände fällt. Das ist nämlich meine Befürchtung. Ich glaube, Gordon Holloway rechnet fest damit, wo wir uns befinden und wo wir hinwollen. Er wurde ja durch Jacob McAllen im Vorhinein ja instruiert. Und das ganz genau. Das heißt, wir müssen uns erstmal in den Überwachungsraum zurückbewegen, um nochmal die Ruhepausen zu koordinieren. Und wo sollen wir denn diesen Sauerstofffilter hineintun? Direkt in die Kapsel oder wie? Ich habe jetzt auch mit etwas ganz anderem gerechnet, wie so ein minimales Raumschiff oder so, was uns beide von hier wegbringt. Vielleicht passen wir auch beide in diese überdimensionale Ein-Mann-Kapsel hinein. Dann beende mal deine Pause. Achso, hier befindest du dich, ja? Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Und du hier im Frachtraum, mach Pause, bitte. Bestätige, Zentrale. Mache Pause. Ende. Das sollte uns den Weg freigeben, Richtung Frachtraum. Dann müssen wir hier entlang laufen, oder? Der Weg müsste frei sein. Könnt ihr anhand der Symbolik hier erkennen, dass es sich hierbei um einen Frachtraum handelt oder was auch immer oder ein riesiges Lager? Also ich nicht. So, und anhand des Computerterminals können wir vielleicht ermitteln, wo sich hier Sauerstofffilter befinden. Ich starte eine Schnellsuche nach dem Sauerstofffilter, den ich brauche. Na, glücklicherweise. Kapseln, Ersatzteile, Sauerstofffilter. Na endlich! Sie haben jede Menge davon auf Lager. Im Bereich LC9? LC9. Ja, und die Frage besteht jetzt darin, weiß ich noch, wo sich hier L10 tralala befindet? Nein, hier war irgendwie T bis V. Vielleicht in dem Bereich? Jede Menge Kisten. Ach Mann! R190? R952 und A696. Ja, hier denn sicherlich nicht. Das war irgendwas mit F, das weiß ich noch. Jede Menge Kisten. Da hinten? Ja, wahrscheinlich eh im hintersten Bereich, vielleicht ganz hier hinten. E1489 bis
102 und L10-9. Genau. L10-9, ja. Das muss es sein. Schnapp dir die Sauerstofffilter. Und das war schon? So einfach war's? Ja, tatsächlich. Der Sauerstofffilter für die Wartungskapsel. Oh, es geht voran. Oh, Leute, ich freue mich. Denn zurück mit uns zur Luftschleuse. Wir wollen Adrian nicht so lange alleine lassen. Nicht, dass er sich noch irgendwie Sorgen macht. Er muss eh total verängstigt sein. Und wer weiß, in welchem Jahr er das Reich des Hüters betreten hat. Stammt er aus Acadia oder stammt er aus Dark? Das ist ja uns selbst noch ungewiss. Diese Welt muss ihm auch vollkommen unbekannt sein. Selbst wenn er aus Dark stammen sollte. Er wurde vorzeitig aus dem Reich des Hüters entlassen, in Anführungsstrichen. Beende deine Pause, Wachmann im Ruhebereich. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Als wäre der Hauptwachmann ein wenig durchgeknallt. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Oder von Sinnen. Dass wir die Leute ständig hin und her schicken. Ja, bleibt gehörlos wie eh und je. Und wir werden unsere Tat vollbringen. Unser Tatwerk vollbringen. Adrian, bleib mal stehen, April. Warte einfach hier. Ich versuche, einen Weg durch das Wurmloch zu finden. Ich habe gedacht, dass wir noch irgendwie weiterhin mit ihm kommunizieren können, aber... So, dann probieren wir mal unser Glück und ich hoffe... Ja, das müsste für die Reise außerhalb dieser Weltraumstation ausreichen. Okay, Adrian, müssen wir dich jetzt ansprechen? Hauptsache, wir können dich retten. Steig da rein. Steig in diese Maschine. Was ist das? Eine Kapsel mit einem besonderen Raumanzug. Ach, du kannst ja nicht wissen, wovon ich rede. Jedenfalls wird es dich schützen, wenn wir durch das Portal reisen. Das ist das Wichtigste. Wie kann ich es benutzen? Du brauchst nichts zu tun. Ich werde direkt nach dir starten. Und wenn ich dich eingeholt habe, reisen wir gemeinsam durch das Portal. Ich verstehe. Eines noch, April. Wenn wir in das Reich des Hüters kommen, werden wir vielleicht getrennt. Ich muss dich warnen. Wovor? Vor den drei Prüfungen, die du bestehen musst, bevor du zum Brunnen der Schöpfung kommst. Noch mehr Prüfungen? Ich dachte jetzt, wo ich die Scheibe habe... Die Scheibe ist nur der Schlüssel und der Ersatz für die Scheibe, die ich zerbrach, als ich den Turm verließ. Du musst dem Gleichgewicht noch beweisen, dass du würdig bist, 1000 Jahre lang die Verantwortung des Hüteamtes zu übernehmen. Okay. Sag, wie laufen die drei Prüfungen ab? Die erste Prüfung ist die der Macht. Vernichte einen mächtigen Gegner mit Hilfe deiner magischen und kriegerischen Begabung. Na toll, ich habe weder eine magische noch eine kriegerische Begabung. Und die zweite Prüfung? Die zweite Prüfung ist die des Geistes. Du musst dich deiner größten Furcht, der Dunkelheit in deinem Herzen, stellen, um weiterzukommen. Spinnen? Vielleicht kennst du deine größte Furcht noch gar nicht, April. Sie ist in deinem Herzen verschlossen. Die dritte Prüfung ist die der Materie. Um zum Brunnen der Schöpfung zu gelangen, musst du mit allen Mitteln eine schier unüberwindliche Barriere hinter dir lassen. Die dritte Prüfung klingt noch am einfachsten. Und war's das? Wenn ich alle drei Prüfungen bestehe, bin ich durch? Ja. Wie ich schon sagte, besteht die Möglichkeit, dass ich nicht bei dir sein kann. In dem Fall musst du dich auf dem Weg zum Turm machen. Gut, ich hab's verstanden. Aber jetzt sollten wir uns beeilen, bevor uns jemand findet. Steig in die Kapsel und mach dir keine Sorgen. Ich bin direkt hinter dir. Wie herausfordernd alles Kommende sein wird. Bist du schon drin, Adrian? Ja, natürlich.
Ich hoffe, dass anschließend noch eine weitere Einmannkapsel aktiviert wird. Andernfalls müssen wir auf deinen Rücken steigen, Adrian. Und das würde gar nicht gut ausgehen. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Kapitel 13 – Die längste Reise. Gordon ist ein Geschöpf der reinen Logik. Er wurde als Kind geteilt. Er ist das Opfer eines furchtbaren Experiments der Neuerer. Der Strudel des Chaos, stimmt's? Seine ungezähmte, magische, chaotische Hälfte. Was die Leute seine Seele nennen würden. Gordon wäre der Hüter geworden, wenn ihn die Neuerer nicht gebrochen hätten. Aber wenn er Hüter wird, wird er das Gleichgewicht verdrehen und zu seinem Vorteil missbrauchen. Ich darf gar nicht daran denken, welche Auswirkungen das hätte.